Abschluss werfe ich einen Blick in die Zukunft und hoffe, dass sie so niemals eintreffen wird. Nun liegt es an uns, wie wir sie gestalten. Weihnachtszeit. Draußen schneit's, es ist soweit. Begonnen hat die Weihnachtszeit. Der Opa holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck und schmückt den Baum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Zum Schluss die Lämpchen dran noch schnell, in die Stecker rein, schon strahlt es hell. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Die Kerzen waren da auch echt, aus Wachs mit Docht, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum. Echte Kerzen an dem Baum? Die Zeit jedoch bleibt niemals stehen und 50 weitere Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat heute selbst einen Enkelsohn. Und wieder schneit's zur Weihnachtszeit, ja wieder ist es mal so weit. Der Opa holt vom Abstellraum, wie jedes Jahr, den Plastikbaum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Der Christbaumschmuck wird angebracht, schon strahlt der Plastikbaum voll Pracht. Da wird der Opa nachdenklich, wie war das früher eigentlich? Da war der Weihnachtsbaum noch echt, frisch aus dem Wald, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, im Wohnzimmer einen echten Baum? Die Zeit bleibt doch auch jetzt nicht stehen und nochmal 50 Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat wiederum einen Enkelsohn. Und schneit's auch draußen noch so sehr, das Weihnachtsfest, das gibt's nicht mehr. Man holt nichts mehr vom Abstellraum und hat auch keinen Weihnachtsbaum. Der Enkel denkt auch nicht daran, hat nie gehört vom Weihnachtsmann. Auch vieles andere gibt's nicht mehr. Die ganze Welt wirkt ziemlich leer. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da feierte man wirklich echt ein Fest mit Baum, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum und fragt erstaunt, was ist ein Baum? So, jetzt hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Geschichten auf das bevorstehende Fest einstimmen konnte. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und kommen Sie gut nach Hause.